Heute mache ich Krautwickel. Und zwar habe ich mir vom russischen Laden bei uns in Bad Mergentheim, da kann man das jederzeit kaufen. Vielleicht gibt es auch im türkischen Laden bei euch so etwas. Oder man hat auch selbst eingelegtes Kraut. Hier habe ich mir einen Krautkopf gekauft, das sieht so aus. Alternativ kann man die Blätter schon, die Weißkohlblätter für Kohlrouladen auch so kaufen. Das sind jetzt, glaube ich, russische und die sind rumänische. Das ist jetzt Alternative zu diesem. Ich werde jetzt frisches Kraut verwenden für die und werde mir die Krautblätter lösen und in kaltem Wasser dann einweichen. Und dazwischen kann man auch so mildes Weinsauerkraut oder auch sowas, was ich vom russischen Laden gekauft habe, kann man auch dazwischen tun. Dann brauche ich natürlich Hackfleisch, und zwar das Hackfleisch, das lasse ich mir immer an der Theke grob mahlen. Und hier habe ich jetzt vom Hals vom Schwein und ein bisschen Rind. Dann brauche ich Zwiebel, Knoblauch, Eier als Bindung. Dann nehme ich immer ein bisschen Tomatenmark, schütte ich rein. Öl unten in den Topf, oder ich mache jetzt viele und mache es deswegen im Gänsebräter, weil ich draußen einen Holzbackofen habe. Dann brauche ich Reis. Reis werde ich mit Wasser aber nur einweichen, nicht kochen, sondern nur einweichen. Und Gewürze. Als Gewürze habe ich Salz, getrocknete Petersilie, Tellofix, das ist so ein Suppenbrühpulver, Paprikapulver, dann habe ich normalen schwarzen Pfeffer und hier habe ich Knoblauchpfeffer. Hier habe ich selbstgemachte Chili, man kann aber auch Trockenchili nehmen, ein bisschen als Würze. Und noch Bärlauchsalz habe ich hier auch selbstgemachtes. Das werde ich alles verwenden. Da ich jetzt zwei solche Krautköpfe habe und halt viele Krautwickel machen will, gehe ich jetzt nach draußen, das Wetter ist ja schön, und werde mir es draußen mit sauberem Wasser waschen und die Blätter schon so vorbereiten, dass ich es dann machen kann. Die vorbereiteten Krautblätter lege ich jetzt in kaltes Wasser zum Entwässern, damit das Salz noch rauskommt. Und das klein geschnippelte Innenherz vom Krautkopf, das tue ich dann auch im Wasser einfach entwässern. In der Zwischenzeit mache ich mir dann meine Hackfleischmasse, die ich dann für die Füllung brauche. Die Zwiebeln und Knoblauch habe ich mir vorbereitet und werde sie glasig anbraten. Einmal in den Bräter, und die feiner geschnipselten Zwiebeln, die werde ich mir auch für die Füllung auch vorbraten, weil es mir einfach besser schmeckt. Dies ist kein Muss, man kann sie auch roh reintun, aber der Geschmack ist einfach bekömmlicher, wenn man sie glasig andünstet, andreht. Hier habe ich jetzt auch Knoblauch noch mit dazu. Jetzt lösche ich diese Zwiebeln mit passierten Tomaten jeglicher Art, kann man nehmen. Ich kaufe sehr gerne diese Glasflaschen, weil ich die Glasflaschen dann auch sehr gut reinige und kann mir dann leckere Salatsoße machen. Die muss man nicht unbedingt wegschmeißen. Jetzt lösche ich das einfach ab und dann schalte ich den Herd aus und dann kommt die Hackfleischmasse dran. Dann werde ich mir den Hackteig vorbereiten. Hackteig. Zuerst gebe ich mir die angedünsteten Zwiebeln mit dem Knoblauch rein. Dann habe ich mir doch frische Kräuter vom Garten. Hier habe ich ein bisschen Maggi, ein bisschen Zitronenthymian, zwei Blättchen Sellerie und Petersilienblättchen und ein bisschen Schnittlauch klein geschnipselt, weil das wirklich ein gutes Aroma dem Essen gibt. Deswegen mache ich es. Man kann auch nur Trockenkräuter nehmen. Und jetzt kommen alle, hier ist Chili. Jetzt kommen alle vorbereiteten Zutaten rein. Der Reis ist richtig gequollen und da gebe ich das Wasser mit dazu.
Jetzt muss ich mir das in eine größere Schüssel umfüllen, da sie wirklich zu klein ist. Ich kann in dieser Schüssel nicht kneten. Das mache ich jetzt auch gleich. Jetzt fülle ich mir das um. Ich verzichte auf eingeweichte Brötchen, da ich ziemlich viel Reis mit reingebe, weil es uns sehr gut schmeckt. Und Gewürze tut jeder nach seinem Geschmack. Ich habe jetzt das, was uns gut schmeckt, reingetan. Mein Teig ist jetzt fertig und jetzt gehen wir raus und befüllen die Kohlrouladen. Ich mache es draußen, da das einfach riecht. Sauerkraut riecht halt und es ist gutes Wetter und ich mache es eh draußen im Holzbackofen. Jetzt tue ich mir auf den Boden den geschnittenen Kohl. Jetzt fange ich mit dem Befüllen an. So sieht ein Krautwickel bei mir aus. Ich mache sie nicht zu klein und nicht übermäßig groß, mittelmäßig. Jetzt gebe ich das restliche geschnittene Kraut über die erste Reihe der Krautwickel. Falls jemand die Hälfte von dieser Masse macht oder nur ein Viertel, dann kann er es im Schnellkochtopf vorbereiten. Dann wird es auch in einer Stunde schon fertig. Bei mir im Backofen wird es mindestens 2,5 Stunden brauchen. Mama. Ja! Jetzt bin ich mit dem Befüllen fertig. Jetzt gebe ich Wasser drüber, bis dass sie die Oberfläche bedeckt ist. So, mehr nicht. Nach einer Stunde gucke ich nach, ob ich Wasser nachgießen muss oder nicht, da der Reis ja noch Wasser annimmt. Und jetzt bedecke ich mit den restlichen Krautblättern, die halt kleiner waren und nicht so schön, bedecke ich die ganze Oberfläche. Da sie dann da sehr, sehr gut dämpfen können. Aus einem Kilogramm Hackfleisch kriegt ihr ungefähr 10 bis 12 Krautwickel in dieser Größe raus. Ich würde euch auch raten, wenn ihr kleine Familien seid, dass ihr dann auch wirklich nur aus einem Kilo oder 1200 Gramm Hackfleisch es zubereitet. Dann braucht ihr halt auch keinen Gänsebräter. Man kann die Krautwickel auch auf dem Herd kochen, im Schnellkochtopf oder in einem anderen Topf, wenn man gute Töpfe hat. Man muss es nicht unbedingt im Backofen machen. Bei mir ist das halt sehr praktisch hier draußen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, kocht es sehr gerne nach. Es schmeckt einfach sehr, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.